Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Pokémon TCG Opening. Heute, nach langer Zeit, mal wieder mit Items. Hello. Wir schauen uns das zweite Set von Schwert und Schild an. Clash der Rebellen, also ein Set nach dem Base-Set. Es wurde ja eine neue Kartenkollektion veröffentlicht, beziehungsweise wir sind eine neue Generation weiter. Sonne-Mond war gestern, Schwert und Schild ist heute und Clash der Rebellen ist das erste Erweiterungspaket, in Anführungsstrichen, für das Schwert und Schild Generationskarten-Pack. Ja, sagen wir es einfach mal so. Bisschen kompliziert, so schwer ist es an sich gar nicht. Die neuen Karten sind da, also die aktuellen. Ja, das nächste Set wurde schon announced, das heißt, kann auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Und wir machen ein kleines Card-Battle. Items und ich öffnen ein halbes Display heute im Video und nochmal ein halbes Display dann in naher Zukunft, sofern das gut bei euch ankommt. Und bei jeder Hälfte wird ein Gewinner gekürt anhand von Sachen, die wir ziehen. Dafür haben wir uns was vorbereitet, so eine kleine Checkliste. Und wer mehr Punkte davon abarbeitet, der bekommt mehr Punkte. Und derjenige, der am Ende die meisten Punkte hat, der bekommt 10 Twitch-Subs vom Verlierer. Also wer das Opening verliert, muss 10 Sub-Gifts beim Gewinner droppen. Und somit habt ihr auch was davon. Also folgt auf jeden Fall unseren Twitch-Kanälen, Dalukart und Items for Sacred, ne? Genau. So sieht es nämlich aus, ja. Wir haben uns heute rausgesucht, wer zieht die meisten Raupis. Mindestens sollte man eins ziehen. Eine V-Karte, also das ist sozusagen die GX. Dann eine V-Max Karte, das ist die ultimative Version davon. Die Energiekarte, die in einem Booster mit drin ist, die stimmt mit der Reverse-Karte am Ende überein. Also eine Elektro-Energie am Anfang und eine Elektro-Reverse-Karte wird einen Punkt geben. Beziehungsweise, wer die meisten davon hat, nehme ich an, richtig? Oder das einfach abhaken als ein Punkt. Ein Punkt. Das einfach. Genau ein Punkt, theoretisch. Ja, ja, okay, also das muss nur einmal klappen in 18 Boostern. Alle 4 zusätzlichen Energien. Eine Karte über dem Set, also alles über 192, so viele Karten hat das Set. Und Befehl vom Boss, so heißt die Karte, gibt es aber in 2 Versionen. Ja, das sind die Punkte. Ihr seht es ja wahrscheinlich auch irgendwo eingeblendet, abgehakt dann in dem Fall. Und könnt das Ganze mitverfolgen. Schaut auf jeden Fall, also wenn ihr das Opening gesehen habt, bei Items mit vorbei. Und dann kommt gerne zu mir auf dem Twitch-Kanal und holt euch eure 10 Subs. Ja, ist ja klar. So, und wie gesagt, sollte euch das Card-Opening gefallen, dann machen wir davon noch mehr. Ich habe noch die Figuren-Collection, ich habe noch den Koffer, wir haben noch ein Display. Wir haben noch so viel. Wir werden das übrigens auch im Stream machen. Also wir werden auch mal Card-Openings im Livestream machen. Solltet ihr also, wie gesagt, Interesse haben, lasst es uns wissen. Links oder rechts? Ich finde links ganz nett gerade. Riffix macht mir Angst, deswegen links. Ist ja eh egal, ich gewinne ja bei beiden. Ja, nee, aber das ist ja eine bodenlose Frechheit, das zu behaupten. So. Das ist ja nicht richtig. Du hast ja bis jetzt vielleicht 4 oder 5 von 6 gewonnen. Ich wollte gerade sagen, ja, also ich habe nicht so viele verloren. Absolut miserabler Track-Record hier. Zack, hier sind die Booster, 18 Stück an der Zahl. Ja, sind auf jeden Fall ein paar. Auch jetzt ein bisschen gut durchgemischt, also relativ, aber damit können wir arbeiten. Definitiv. Hast du denn Hüllen da? Hüllen habe ich auch da. Sehr schön. Alles parat. Komm ich auch wieder aufs Einsortieren. Neues Set. Ah, sind deine neuen Ordner sind angekommen? Alles ja? Da, ja. Oh, das ist eine Deluxe. Für mich auch jetzt. Also meine Ordner sind auch da. Ich freue mich schon. Das ist ein schöner Part, theoretisch. Einsortieren? Ja, der Einsortierpart. Der Vorsortierpart ist so der Teil, der mir am meisten Spaß macht, aber auch das Einordnen in Ordner ist Lust. Aber ich glaube, der schönste Part ist für mich auch das Auspacken. Der allerschönste. Unlicht. Ey, das ist eine Unlicht, ja. Ich stehe erstmal zur Seite. Zania. Maskeregen. Brimano. Groldra. Calaporenta. Sehr schön. Gramokles, Schallquab, Skylick, Skalik, Longcat in der Reverse. Man hier anhand des Effekts für die Leute, die noch neu dazugekommen sind. Und die erste, letzte Karte ist eine Holo, ein Drapfel. Drapfel. Ja, der Holo-Effekt von Schwert und Schild sind diese vertikalen Linien. Eigentlich ganz schön.
Die hatten wir davor das erste Mal gesehen, als du dieses spezielle Turnierpack von Kräfte im Einklang geschickt bekommen hattest. Dass die Karten, die damit drin waren, als Promokarten, hatten auch diesen Holo-Effekt. Ja, das war die neue Starter, glaube ich, ne? Nee, die hatten es auch, aber du hattest mal von Kräfte im Einklang ein Pack bekommen. So wie gesagt, so ein Turnierpack. Ja, Pre-Release-Dinger. Genau, und da waren die Effekte genauso. Pflanze. Wir haben eine Pflanze, ja. Vermigula, Electroball, Ausrüstungsentsorger, Galar Corazon, Toxel mit einem fantastischen Artwork. Es sieht so schön hochauflösend aus. Ich finde, es sieht super, super gut aus. Sehr nice. Galar Pantimos, Schneebedeck. Mein Monstergegner. Dusselgur. Das Turfield Stadion als Reverse. Die zweite Arena. Der erste. Und es geht los. Die letzte Karte des Sets. Damit zwar kein Punkt, was das angeht. Aber mit der Karte endet das Set. 192 von 192. Sania als Full Art. Sehr, sehr schön. Also das ist doch ein sehr, sehr schöner Auftakt. Finde ich auf jeden Fall auch. So. Gerade Trainer Full Arts finde ich immer sehr schön. Warte, soll ich wieder rauszoomen? Dusselgur hat euch nochmal angeguckt. Dusselgur ist immer noch bester Name. Ja, platzieren wir die mal. Ja, also erstmal kommen die weg. Zack. Zack. Hier kommen die Puls hin und hier einfach die anderen. Aber eine Sania im zweiten. Hast du Raufi schon gesehen? Nein, ich habe drauf geachtet. Ich habe noch keinen Raufi gesehen. Ja, das ist also ich achte so ein bisschen mit einem kleinen Auge des Cheatens mit drauf und gleichzeitig noch so mit einem Auge, dass ich möchte dir wirklich gönnen, dass du es kriegst. Also, wenn ich ein, zwei Raufis unterschlage, dann Geraldine. Ist das meiner Gehässigkeit. Aber dein zweiter Leckball. Corazon auch wieder. Lichtel, Scheinux. Das ist aber dein zweites Diesmal das normale. Das stimmt, überein. Das ist mein Punkt. Das ist soweit richtig. Colossand in der Reverse. Sehr, sehr schön. Und als letzte Karte Voluminas. Damit habe ich das Ding schon mal abgehakt. Immerhin. Ahin. Ja, den Punkt hast du auf jeden Fall safe jetzt für dich schon mal gewonnen. Also ich kann ihn immer noch kriegen. Ich kann gleich ziehen, aber er hat den Punkt auf jeden Fall schon mal. Da sind gar nicht so viele Punkte zu holen, würde ich sagen. Nein, sind es nicht. Wir sind auf 7 Punkte insgesamt. Navitaub, Meditalis, Beelzebub, schönes Bild übrigens, Ikuda, Galar Mauzi, Geweiher, Carpador, mit Pikachu im Hintergrund, mit so einem coolen Art. Moturzel in der Reverse. Wait a minute, ist das nochmal eins theoretisch? Ne, Stahl, okay. Oh, Katapultra in der V-Form. War geil mit den beiden Goldruster links und rechts, die da abgeschossen werden. Die kommen hier oben raus. Schönes das Bild. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich finde auch die neuen allgemein ein bisschen epischer als die GX-Karten immer. Also die wir jetzt schon gesehen hatten, auch in Streams oder sowas von dir, waren immer ein bisschen, nennen wir es mal, so die vierte Wand brechender als andere. Ja, die sind schon sehr schick. Das heißt, das ist mein zweiter Punkt, ne? Das ist dein zweiter Punkt bis jetzt, Was sind meine Spezialenergie, die ich brauche? Die Spezialenergien sind die Fangenergie, das ist die 171, Horror-Psycho-Energie, das ist die 172, Tempo-Elektro-Energie, das ist die 173 und die Zwillingsenergie 174. Ja, das müsste ja möglich sein. Ja, und die sind auch als normale Trainerkarten sozusagen enthalten. Mabula, Voluminas Reverse und Mark Brand mit den beiden Knarren als letzte Karte, als Rare. Werden wir ohne Raupi hier raus? Glaub's fast nicht. Also Raupi ist... Ist es eine Rare? Nein, ist es nicht. Also es hat eine besondere Stelle im Set, aber es ist nicht die Rare. Es hat eine besondere Stelle im Set, ja scheiße. Dann ist das ja nicht irgendwie die 1 bis 9.
Es ist genau die 1. Das meine ich mit besonderer Stelle im Set. Dann ist sie aber meistens GX oder so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen bei Raupi. Waggon. Ein Waggon. ist das die gleiche nochmal in wie Max? Ja, ja geil, Alter. Kann ich schon spielen. Kann ich ja schon live gehen mit der Combo. Ich brauch die ja. Ich brauch ja Katapulter V, um die V-Max zu spielen. Interessant. Ja, das ist ja schon mal passend. Das sind gute Back-to-Backs, theoretisch. Oh Mann, ey. Ja gut, aber in 18 Boostern wirst du auch eine V-Max ziehen. Hoffe ich nicht. Ja, das kann sehr gut sein. Dann machen wir hier ein bisschen Platz für die schöne Kombo. Das ist natürlich geil. Katapultra und direkt die V-Max hinterher. Boah, ich freue mich schon drauf. Sollte Insta-Win gehen. Findest du? Ich glaube nicht. Das also ich glaube, rein von der Chance ist das noch nie passiert. Okay. Ja, also sehr gering. Die ist bewusst, dass du im ESL-Opening unglaublich. Natürlich nur die Normal. Wenn das jetzt die Rare wäre, wäre lustiger, aber ja. Schaschlik. Legio ist auch ein schönes Pokémon. Also 1. Smetbo zählt, oder? Nein? Nee. Aber ist nötig. Safcon zählt übrigens auch nicht. Für jedes Smetbo ist ein Safcon nötig und dafür Raum. Das ist soweit korrekt, aber nein. Die V-Max-Karte hätte auch nicht die V-Karte mit beinhaltet. Das steht ja auch extra in den Regeln. Ja, schließt nicht V-Karte ein. Smetbo nicht. Nicht jedes Pflanzen-Pokémon zählt als Raupi, muss ich das nächste Mal reinschreiben. Oh, schönes Bild von Wurpix. Das ist wirklich ein schön. Artwork. Shashlik reversed. Und Xanathos. Putzke, kaputzke. Komm jetzt hier. Alle die Goldras sind geil. Also das hier Katapultra, meine ich. Sieht super schön aus. Geile Farbkombi dadurch, dass es halt Psycho ist. Ja. Auf jeden Fall schöne Karten dabei. Zwillingsenergie war nicht dabei, oder? Doch, das ist Nummer 1. Jawoll. Gala Makabaya. Velursi. Smogon. Das ist der Plauder Guy. Reverse. Nettermann. Und noch ein zweiter Smetbo. Punkt. Nee. Nee. So. Jetzt wird's wieder Zeit, habe ich übrigens gehört. Für eine schöne GX. Jetzt kommt noch die Rainbow von Katapultra. Wäre ein geiles Display. Also. Ja. So, vor allem nur die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte ist dann genau dasselbe, nur wieder mit anderen Karten. Horror-Energie. Horror-Energie, da siehst du mal. Ja, geil. Unifras, Morpeko, Smogon, Bronzel, Toxel wieder. Sehr schön. Lichtel, Loturzel, Magma Reverse und Elevoltec. Das Magma Artwork mag ich zum Beispiel gar nicht. Das ist, mit dem Stil kann ich nichts anfangen. Yeah. Ja, das ist so, ja, nicht, das ist so unförmig, nennen wir es mal so. Das wirkt so zu low quality, aber man will ja auch den Artist dann nicht zu nahe treten. Also das ist ja nur ein Stil. Weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt unbedingt nichts Schlechtes. Ja. Sehr schön, dass Karten anders aussehen. Das macht jede Karte immer noch einzigartig. Vermicula, Colossant, Olivia, PP, Voltaball, Ukano, Roldra, Schneebedeck, der Knapfel Reverse und Galar Pantifrost als letzte Karte. War auch ein schönes Artwork, finde ich irgendwo. Ja, ich mag Pantifrost Pokémon, allgemein. Ja, wollte sagen. Ich finde es ganz cool. Du nicht? Doch, wie gesagt, also ich finde das relativ nice. Gäbe epischere Pokémon, nenne ich es mal so, aber das sieht schon gut aus. Energie. Maskeregen. Maskeregen. Nugget. Das gibt dir 5000 Pokédollar. Nugget.
Sichlor, Schaschlik, Kropra, Dukles. Eine Holo, ein Cubain. Immerhin, eine Holo. Ich weiß aber, dass ich die schon hab. Aus dem Stream meinst du? Mhm. Auch in Holo. Das Cubain. So, wo kann ich überhaupt noch punkten? Du kannst theoretisch noch zwei Energien ziehen, um den Punkt zu bekommen für die Zusatzenergien. Du kannst Raupis ziehen. Überhaupt irgendwelche mal. Das war bestimmt schon nicht mitgezählt. Da war bestimmt schon eins. Es gibt noch die Karte über dem Set, die du kriegen kannst. Und Befehl vom Boss gibt's noch. From Borg. Unona. Immerhin. Auch eine schöne Karte. Das ist der vierte Pull. Ja, der vierte höhere auf jeden Fall. Ja, aber noch keiner. Ja, noch keiner, aber drüber. Ja, noch nicht über dem Set drüber. Das ist soweit korrekt. Die Booster fallen so auseinander, leider. Macht schwer, sie zu öffnen. Ich sehe schon, ich krieg meinen nachher nicht aus. Ja, auf. Zwillingsenergie? Die Zwillingsenergie hab ich. Hast du schon. Hab ich schon. Ja. Sagt er jetzt, der Lügner. Mir leid. Skunk-Tank. Und ein Items. Der ist aber ein glückliches Item. Ein Schlaraffel. Da bin ich dabei. Wenn ich so aussehe, dann habe ich Lasagne. Dann bin ich eine glückliche Katze. Der wird enthusiastisch aufgerissen. Ja, ich habe mit die Karten selber dazu gemacht. So, hier. Irgendwann passiert das. Ah ja, das ist. Ja, auch wieder, jetzt habe ich die Entwicklungsreihe wenigstens voll. Das ist auch nett. Kommt noch das Raupi, was ich gerade dazu getan habe. Ah, na. Beelzebub Reverse. Durengard. Oh, hast du jetzt auch voll, theoretisch, ja, die Entwicklungsreihe davon. Durengard habe ich schon. Habe ich, glaube ich, sogar schon als Reverse, wenn ich mich nicht täusche. Dass überhaupt geht. Aber ich habe die Karte auf jeden Fall schon. Man sieht Durengard interessant. Man sieht relativ oft die erste Karte, also eine ähnliche erste Karte. Beim Booster aufmachen. Fangenergie, immerhin. Da hast du 3 von 4. Ja. Was fehlt noch? Die jetzt noch fehlt, müsste dann die Elektroenergie sein, oder? Die 173. Lombrero Reverse, schöne Karte. Und Simvolara. Als Rare. Immerhin gut fürs Set, muss man auch sagen. Yes. Letzten zwei. Einer wäre noch gut. 4 auf 18. Na? Mhm. Waggon. Ein Waggon. Den hattest du vorher. Der Uppercut-Bär. Geraldine. Sichlor. Nazgnet. Wingull. Hyperheiler Reverse. Und Elevoltech als Rare. Schon wieder. Ja, den hattest du schon mal. Again. Letzte. Oh, das ist nicht schwer. Da müsstest du jetzt deine Energie drin haben und eine überm Set, dann hättest du einen guten Vorsprung ausgebaut. Und ein Raupi, was auch noch gehen würde, wenn sie normal ist. Das stimmt, genau. Ja. Könntest hier einen kompletten Masterkiller abliefern. Ah ja. Die verfluchte Schaufel. Das heißt, die Energie habe ich nicht. Schmerbe. Dann ist das Raupi auch weg. Ob da noch irgendwas dabei ist. Scheinlux. Und die letzte Karte überhaupt. Kann Befehl vom Boss sein? Oh, ja, ist sie, ja. Ist halt nicht schlecht, aber bringt mir keinen Punkt. Electro in der V-Form. Damit 5 auf 18.
Erzähl mal die Punkte, die ich habe. Drei Punkte hast du. Du hast eine V-Karte, du hast eine V-Max-Karte und du hast die Energiekarte mit Reverse-Typ über, Reverse-Kartentyp übereinstimmend. Ach, du musst alle vier Energien ziehen für einen Punkt? Ja, genau. Das ist wie die Anhänger, die Feenanhänger, die wir damals gemacht haben. Aber wir können das auch ändern, dass wer die meisten hat. Dann hättest du momentan drei beziehungsweise dreieinhalb mit den letzten auf der Schwebe, wenn ich nicht alle drei auch ziehe. Ja, ich hätte jetzt, also unabhängig davon, wie es halt, wie du der Meinung bist. Ich habe gedacht, die geben alle einen Punkt, aber, oder wer die meisten hat. Aber das ist okay, wenn wir beides recht. Das macht ja keinen großen Unterschied. Wenn du alle hast, machen hast einfach, du wer einen Punkt mehr. Und wenn du vier hast, hast du auch einen Punkt mehr. Also, ja, wir machen, wer die meisten hat. Okay, sehr nett. Schreib einfach mal vier in Punkte. Das passt ja. Ja, da haben wir eine Trainer Full Art. War aber ein schöner Auftakt, ja. Dann die V-Max Katapultra. Ich immer noch sehr geil anfühlen, die Karten. Sehr schöne Karten. Oh, da bin ich gleich halb drauf. Und drei V-Karten. Electro, Katapultra und Bulona. Schaut auf jeden Fall jetzt das Video bei Items an. Vergesst das Like nicht. Gerne Abonnent werden. Ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solche Openings sehen wollt. Und wenn das gut bei euch ankommt, dann gibt es das A öfter und B auch mal im Livestream. Da habe ich jetzt schon ein, zwei Mal sowas gemacht, so ein Opening. Aber so verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen und supportet uns. Und jetzt geht rüber zu Items, schaut sein Opening und dann geht in den jeweils richtigen Stream. Da müssen wir noch schauen, wann wir das machen. Und dann holt euch da euer Subgift ab, wenn ihr Glück habt. So, das sind die Karten. Zack. Zack, das sind die beiden, die so ein bisschen weiter oben sind, meiner Meinung nach. Wo sie alle im Set sind. So mit ungefähr den gleichen. Das sind auch alles schöne Karten. Also ja. Selbst das Vulnona ist ein sehr geiles Design. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.